Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und hier finden wir etwas auf dem Boden oder haben gefunden, was so aussieht wie eine Pfütze, sich mir aber noch nicht erschließt. Oh, ein außergewöhnlicher Zweihänder, den wir leider nicht gebrauchen können. Wir haben schon deutlich bessere Waffen, die auch noch seelengebunden sind. Und hier, geht es jetzt hier irgendwie noch weiter? Nee, da sind wir... aus der Richtung sind wir zumindest gekommen. Nein, hier gibt es nichts weiter zu erkunden. Das Letzte, was bleibt, sind hier oben die Türen, zu denen wir jetzt ohne Heimlichkeit, wie mir scheint, sehr schnell laufen können. Und dann wäre auch die 9. Ebene erkundet und ich will noch die 10. abschließen. Und dann werden wir erstmal wieder zurück nach oben gehen und uns unseren anderen Aufgaben und Abenteuern widmen. Ja. Nämlich, das habe ich schon mal gesagt, unser Weg wird uns hier nach Zwillingsulm führen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wie gesagt, diese und die nächste Ebene, die wollen wir hier noch erkunden. Und bevor wir die Treppe hinuntersteigen, werden wir auf jeden Fall einmal rasten. Denn noch ist es wird langsam ein bisschen eng hier. Was ist denn das bitte? Was ist denn das, Leute? Kann man da raufgehen? Krass. Das sind 1000 Spieker oder was? Kriegen wir da Schaden? Ja, tatsächlich, wir kriegen Schaden. Wahnsinn. Boah. Was ist denn das Fieses? Ich meinte, ich bin neugierig. Kann man irgendwas tun? Man könnte irgendwie was einnehmen vielleicht? Plus, ja. Wie fies ist das denn, Mensch? Dann gehe ich aber nochmal hier oben rum, um die andere... Nein, nicht du alleine. Ihr alle bitte, um die andere Tür nochmal zu erkunden. Ob es da genauso fies ist. Ich meine, wir haben hier jetzt keine weiteren Gegner mehr. Insofern kann ich es auch mal wagen, hier bis zum Äußersten zu gehen, durchaus. Öffnen wir erstmal diese Tür. Und hier sehen wir weitere drei Lampen. Ich meinte, Eder hat einiges an Gesundheit. Der kann einiges ab. Wir werden mal hier was essen. Und dann riskieren... Nein, ich will da nichts nicht zumachen. Ich will doch da reingehen. Dann riskieren wir es mal. Mal gucken, wie lange er das aushält. Wie, da ist nichts drin im Käfig. Okay. Da ist auch nichts drin. Stehen kann er offenbar. Nur beim Gehen kriegt er Schaden. Da ist auch nichts drin. Wie gemein. Aber da... Am besten ist, ich suche einen Weg, wo so wenig wie möglich Schaden genommen wird. Was sind denn das überhaupt für kleine Käfige? Was soll der Ganze? Was soll das Ganze? Noch geht's. Er kann einiges ab, Mensch, Eder. Du bist doch hart im Leben. So. Das ist gut. Ha! Ein kleiner Bronzeschlüssel. Und hier haben wir gefunden Danylia. Ein einzigartiger Speer. Speere wie dieser wurden im ganzen östlichen Abschnitt zuhauf gefunden, meist bei Ausgrabungen oder nach schweren Regenfällen. Es wird vermutet, dass sie die Standardwaffen eines gefallenen Militärstaats waren, doch ihre Herkunft konnte nie zu einer bestimmten Kultur jener Zeit zurückverfolgt werden. Auf dem Schwarzmarkt erzielen sie aufgrund ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften meist recht ansehnliche Preise, sind leicht aber robust und die Speerspitzen zeigen keinerlei Abnutzungserscheinungen. Soldaten wissen die Speere zu schätzen, da sie sehr schnelle Angriffe ermöglichen. Die zwei Sockel, die entlang der Seiten dieses speziellen Speers geschnitzt sind, machen ihn einzigartig und lassen vermuten, dass er einst mehr war als nur ein einfacher Speer. Na gut. Aber wir haben keinen Speerträger. So, aber wir erkunden hier noch ein bisschen weiter. Hier ist auch nichts.
Und hier, aha, wir können mit dem Schlüssel jetzt hier aufschließen. Okay, Eder sieht nicht so gut aus. Aufgeschlossen. Was finden wir hier? Einen alten Kupferschlüssel. Na toll. Und? Was nützt uns das? Wir finden noch Ritual der wandelnden Schatten, was uns Heimlichkeit bringt. Und ein bisschen Zeug. Aber das war's auch. Ich würde sagen, Eder geht ja mal hier raus, muss nicht den ganzen langen Weg zurücklegen und hat's dann geschafft. Und der Rest der Truppe... Nein! 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 Oh mein Gott! Wie dumm von mir. Aber es ist nochmal gut gegangen. Oho, aber verdammt knapp für Wally. Gut, ja. Das, sowas sollte man nicht tun. Egal, wir laufen jetzt hier in diesen behaglichen Raum. Ich habe keine Ahnung, wozu uns jetzt dieser Schlüssel nützen wird. Hier haben wir eigentlich keine verschlossene Tür mehr gehabt. Naja. Vielleicht bringt er auf den späteren Ebenen noch etwas. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal rasten. Das ist jetzt entscheidend. So. Und wir können hier für jeden wieder wählen. Und wir machen mal für ihn Schadensreduktion. Ja, scheint mir ganz gut zu sein. Und für, ja, mal bleiben wir hier bei Bewegung. Das ist gut. Ich gucke ganz kurz nochmal ins Lager rein, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir hier noch was Feines kriegen für Unsichtbarkeit, geringe Arkane, Reflexion plus. Vielleicht ist das noch was für uns. Das gucke ich mir später nochmal an. Das brauchen wir nicht. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob seine Rüstung hier die optimale ist. Was hat er denn hier eigentlich? Matrose vom weiten Wasser. Leichte Rüstung. Wert 840. Mittlere Rüstung. Leichte Rüstung. Gute Robe. Die haben wir schon mal verbessert. Ist vermutlich nicht so toll. Eine mittlere Rüstung will ich ihm eigentlich nicht geben. Nee, das ist soweit in Ordnung. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht. Das andere schauen wir uns nochmal an. Ich frage mich, warum manchmal dieses Bild kommt beim Rasten und manchmal ein anderes. Vermutlich immer, wenn wir in der Nähe von Adra sind. Keine Ahnung, anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Okay, wir gehen hinab. Auf Ebene 10. Brauchen wir da den Schlüssel? Was erwartet uns dort? Ich weiß es nicht. Okay, irgendeine Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Und hier sieht es ja also weitaus... Oh! Ich höre schon wieder diese merkwürdigen Schreie. Und das scheint nicht besonders groß zu sein, diese Ebene. Oh Mann. Könnte das einen wichtigen Kampf ankündigen? Sind wir bereit dafür? Ich hoffe doch sehr. Ups. Schatten kommen hier. Reifende Schatten. Schwer gerade zu identifizieren, wo sie sind. Aber egal. Da auch noch jemand. Wie gemein. Und hier auch. Oha. Jetzt wird es aber richtig fies. Wer ist denn hier noch der beste Nahkämpfer? Und am besten greifen wir alle hier an. Weil hier haut eine nekrotische Lanze. Einmal bitte Flammen der Hingabe. Oh, ganz viele sind hier. Wow. Das wird unangenehm. Das scheint mir wirklich unangenehm zu werden. Ich glaube, Palegina sollte sich mal den hier hinten vielleicht widmen.
noch sieht es einigermaßen okay aus. Möglicherweise müssen wir gleich die nächste Referenz hier einlegen, wenn das so weitergeht. Einmal Flammen der Hingabe. Uiuiuiui. Das kam von uns, Gott sei Dank. Sehr schön. Der eine ist erledigt. Prima. Der ist immerhin schon verletzt. Du könntest hier hinlaufen. Gut, der ist dem Tode nahe. Das ist auch okay. Kannst du umstoßen? Ja, die sind, glaube ich, immun dagegen. Nee, das geht. Man kann Geister niederstrecken. Das ist gut zu wissen. Ich wusste es bestimmt auch schon mal. Hab's nur wieder vergessen. So, der ist hin. Warum hat Heravias so viel Schaden genommen? Okay, aber es ging. Es ging. Wir sind ganz gut zurechtgekommen. Obwohl die von allen Seiten kamen. Ich denke, wir brauchen jetzt sicher noch nicht rasten. Erstmal abwarten. Und vielleicht einmal speichern. Bevor wir in diesen, wie mir scheint, wichtigen Raum eindringen. Oh, hier sind aber weitere. Ich höre schon wieder diese Stimmen. Hier sind schon weitere Türen, die auf uns warten. Und hier haben wir Spinnen. Oh, was nun? Das sind wir. Eine große Spinne. Na, dann geh du mal zur großen Spinne. Ja, sehr gut. Also das gefällt mir außerordentlich hier. Palaginas eingeschworene Feindmodifikation. Gut, wir haben ja auch Glück. Wir sind hier alle flammenempfindliche Gegner. Hier fast alle. Da macht sich das gut. Und hier sind weitere Spinnennester. Weitere Spinnennester. Wir sollten ein bisschen heimlich bleiben. Mhm. Kristallfresserspinnen. Na los. Greift sie an. Okay. Kein Problem. Hier geht's gleich weiter runter. Wir sind... Das scheint hier alles nicht so riesig zu sein. Wir finden sogar noch Rastvorräte. Schriftrolle der Verwirrung und Diamanten für uns. Sehr gut. Und es geht weiter. Kleine und große Spinnen in großer Zahl, die uns aber eigentlich wenig anhaben sollten. Aber es geht hier zumindest, die Masse macht es dann hier, ne? Oh ja. Da wird es langsam interessant. Da wird es langsam interessant. Jetzt könnte man durchaus mal einen Flächenschaden setzen. Vielleicht mal einen Feuerball hier so rein. Okay. Oder Eder macht seine berühmte überwältigende Welle in diese Richtung. Das wäre auch ganz cool. Blöd ist nur, dass Itomag da irgendwo ein bisschen mittendrin steht. Aber egal. Warum braucht er da so lange? Total immun. Na gut. Nee, das nicht. Ach Leute, Zauberbuchslam kennen wir doch. Nee, ein Arkan-Angriff, der wirkt da bestimmt auch besonders gut. Ja, hervorragend. Und jetzt hier nochmal. Oh, Walli ist irgendwie... Stell dich mal da in den Weg. Sehr schön. Und ihr habt nichts zu tun. Geschafft. Ja, es waren viele. Aber am Ende... Doch nicht so viele. Warum ist der Kampf noch aktiviert? Jetzt. Doch nicht genug, wollte ich sagen. Was finden wir jetzt hier in den Spinnennetzen?
Aha, Topaz. Und hier sind eingesponnene Leichen und schon wieder ein Schlüssel, ein Adra-Schlüssel. Mehr als uralte zerbröselnde Knochen sind nicht von den zahllosen Opfern übrig geblieben. Hier geht es offenbar auch nicht weiter. Gut, was haben wir denn hier? Da ist die Treppe runter. Und hier haben wir einen Raum, ein letzter Raum auf dieser Ebene. Und ich sagte ja, ich will eigentlich nicht weit. Ah, hier können wir aufschließen mit dem Adra-Schlüssel. Ich will, wie gesagt, nicht weiter runter als hier. Insofern könnte das jetzt tatsächlich hier das letzte Geheimnis sein, das wir entdecken, bevor wir dann wieder uns weitermachen an der Hauptgeschichte. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ein Geist, wer hätte es gedacht? Vermutlich nicht nur einer. Uiuiui. Eine Menge. Paligina, eingeschworener Feind. Eda. Geister kann man umhauen, das machst du mal. Itumak, du machst das auch. Versuch, gegen einen anderen noch vorzugehen. Heimlichkeit bitte beenden. Bei Eda auch. Und Vali wird Feuerball hier in die Mitte zaubern. Ja, wir kommen gut voran. Der Feuerball kommt bloß nicht. Keine Ahnung warum. Der kam viel zu weit hinten an. Aber das scheint jetzt nicht mehr so dramatisch zu sein. Denn unsere ersten Angriffe waren mehr als wirkungsvoll. Ah, hier hat sich noch einer nach hinten geschlichen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Paligina, versuch mal den zu erledigen. Uiuiuiui, was passiert denn hier gerade? Oh, verdammt. Die sind gelähmt. Und zwar allesamt. Fast alle, außer Eda. Krass. Das hätte ich jetzt nicht mehr erwartet, dass uns jetzt hier noch derartige Scherereien bescheren. Scherereien bescheren. Paligina konnte sich losreißen. Ne, nicht Paligina. Ja, doch, Paligina. Was für eine Sorgen haben wir hier. Der Geist ist erst verletzt. Komm. Machen wir nochmal Flammen. Und der gute Durance macht jetzt bitte göttliches Mahl. Itumak ist bewusstlos geworden. Das Ding ist dem Tode nah. Itumak kann aber auch nichts mehr tun. Versuch doch nochmal ein Niederstrecken. Sagani ist jetzt... Hat jetzt... Oh Gott. Leute, was geschieht hier? Kann sie sich hier nochmal... Sie könnte nochmal einen großen Ausdauertrank nehmen. Ja, ich hätte sie vorher irgendwie besser schützen müssen. Wir können aber... Ja, wir können die versperrende Tür des Todes mal zaubern. Mal gucken, ob das funktioniert. Für 25 Sekunden. Mhm. Der ist zumindest jetzt dem Tode nah. Du hattest gar nicht dein göttliches Mal gezaubert, dann mach das jetzt doch bitte nochmal. Jawohl, das hat erstmal geklappt. Hast du den Trank genommen? Hast du noch nicht, glaube ich. Dann mach das mal. Und die ist auch dem Tode nah. Okay. Wir scheinen mit dem blauen Auge davon gekommen zu sein, wie es aussieht. Das war jetzt doch nochmal recht heftig, wie mir scheint. Aber was... Ist hier irgendwas Besonderes? Stab der bleichen Schatten. Ein einzigartiger Stab, den wir hier gefunden haben. Der sieht wirklich gut aus. Chance auf Betäubung bei kritischem Treffer.
Verursacht bei Treffer verwirrend für 5 Sekunden. Nicht schlecht. Zu Beginn von Weidwens Vermächtnis rief ein Berat-Priester in Neu-Heomar seinen Gott an, den Fluch der Hohlgeburten zu beenden. Er kniete sich auf den Steinboden seines Tempels und betete 5 Tage lang ohne Unterlass. Er trank nicht, er aß nicht, er schlief nicht. Am Abend des 5. Tages fiel er in einen erschöpften Schlaf und träumte, dass der bleiche Paladin ihm auftrug, den Kreislauf wiederherzustellen, indem er die Seele der Lebenden in ihn zurückkehren ließ. Als er erwachte, lag neben seiner Hand ein großer, aber einfacher Kerzenständer vom Altar des Tempels. Er fertigte aus dem Kerzenständer eine Waffe und durchstreifte die Stadt, um in Berats Namen die Alten und Kranken zu ermorden. Nachdem er Dutzende von Opfern getötet hatte, bildete sich ein rachsüchtiger Mob aus trauernden Hinterbliebenen, um ihn aufzuspüren. Sie stellten den Kleriker vor seinem Tempel und schlugen ihm mit seiner eigenen Waffe auf der Straße den Schädel ein. Mehrere Zeugen berichteten, einen alten, abgemagerten Zwerg gesehen zu haben, der sich in einen Mantel gehüllt in den Schatten verbarg und lachte. Okay, gut, alles klar. Vielleicht wäre das später etwas für Zahua, dem haben wir immer einen Stab gegeben. Na. Und der Rest kommt in die Truhe. Und mehr, liebe Freunde, mehr lässt sich hier, glaube ich, gar nicht finden. Doch, noch ein Geheimnis wartet hier auf uns. Was ist es? Ein weiterer Diamant. Okay, aber dann sieht es echt so aus, als hätten wir die Stufe 10 geschafft und dann geht es weiter hinunter. Aber das, wie gesagt, machen wir jetzt nicht, sondern später. Vielleicht erst ganz am Schluss oder kurz vor Schluss oder wenn wir ganz am Ende in Richtung Weißmark wieder unterwegs sind. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall beenden wir jetzt erstmal unsere weiteren Erkundungen und werden wieder hinaufgehen und nach Zwillingsulmen uns aufmachen. Ich werde vermutlich den Weg hinauf euch das nächste Mal nicht zeigen, das werde ich dann selber machen. Werde mich da nochmal ein bisschen umschauen, bis nochmal in die Läden gucken, in unserer Burg, in die Truhen, nochmal meine Ausrüstung checken, auch mal überlegen, wen wir jetzt wirklich mitnehmen auf die Reise nach Zwillingsulmen und dann wird es weitergehen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.